Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tokyo Jungle. Schön, dass ihr wieder dabei seid und meine Katze möchte die ganze Zeit auf meinen Computer steigen, aber... Lilly! Lilly! Lilly, Schatz! Ich habe schon früh morgens mit solchen Problemen zu kämpfen. Okay, früh morgens nicht, es ist mittags und es ist irgendwie 2 Uhr, aber ich bin erst vor 2 Stunden aus dem Bett gefallen, deswegen ist das in Ordnung. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Ferien. Ich weiß, ich gehe euch allen damit auf den Sack, weil wenn ihr noch zur Schule geht und in den Bundesländern lebt, wo die Schule heute angefangen hat, dann gehe ich euch auf den Sack. Genauso wie den Geschwistern von Lukas gestern, den Lukas und ich gestern dermaßen auf den Sack gegangen sind. Weil wir die ganze Zeit nur erzählt haben, ja, und morgen, wenn ihr dann zur Schule müsst, dann machen wir wahrscheinlich erst Feierabend und bla bla bla. Die ganze Zeit nur böse Sachen erzählt. Aber ich meine, wir können es ja auch leisten, oder? Samoyed Enterprise, Shibuya Außenbezirk. Dann machen wir uns auf den Weg nach Shibuya Außenbezirk. Und zwar... Nicht durch die Kanalisation, ich wollte es gerade sagen, aber da ist echt nichts. Das heißt, wir gehen oben lang. Ja, richtig, weil... Wenn ihr zur Schule müsst... Ist das in Ordnung? Schule ist cool. Okay, Schule ist nicht immer so scheiße, wie alle sagen. Da sind eure Freunde. Und... Wir müssen dann erst am 17. wieder zurück in die Uni. Und ich sage ja, müssen, weil die Leute dort sind nicht cool. Die sind scheiße. Wobei wir natürlich das Glück haben, dass wir von Semester zu Semester weniger Leute haben, die uns auf den Sack gehen. Weil natürlich... Fuck. Der Anspruch immer weiter steigt und wenn du halt irgendwie eine Arbeitsmoral wie so eine Kartoffel an den Tag legst, dann kommst du natürlich auch nicht weit. Aber wenn du weitermachst, dann hast du halt auch ein halbes Jahr Ferien... Und kannst du deine Kurse legen, wie du Bock hast, kannst die Kurse nehmen, auf die du Bock hast. Wir haben dieses Semester, das jetzt am 17. anfängt, haben wir 3 Kurse. Dazu kommen dann nochmal Zusatzveranstaltungen, aber auch nur 2 Stück. Also im Endeffekt haben wir 5 Kurse, was echt nicht die Welt ist. Wir sind 3-mal die Woche in der Uni. Entspannen uns im Vergleich zum letzten Semester, da hatten wir echt vollen Stundenplan. Und haben halt auch echt geile Sachen, auch bei coolen Professoren. Deswegen denke ich, wird das ganz geil. Und wenn ihr, ehrlich, studiert einfach, das ist so lustig. Ich habe auch immer gedacht, ich habe die ganze Zeit gesagt, das ist übrigens das Lustige, ich habe bestimmt 5 Jahre vorm Abi schon gesagt, ich studiere nicht, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Ich wollte mein Geld verdienen und ich hatte keinen Bock, mir wieder von irgendwem sagen zu lassen, was ich zu tun habe. Und ich wollte arbeiten, Ausbildung machen, keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich keinen Bock zu studieren. Und wie ihr seht, ich bin trotzdem da hängen geblieben und finde es an sich eigentlich mal ganz geil. Also so studieren finde ich jetzt gar nicht so schlecht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich meine, ich verdiene ja doch irgendwo ein bisschen Geld. Ich meine, ich kann es nicht behalten, weil ich jede Menge Geld für irgendeinen Scheiß ausgeben muss, weil ich alleine lebe, aber naja, es lohnt sich. Ich mache es ja gern, aber ich lebe ja auch nicht ganz alleine. Meine Lilly ist ja bei mir. Die übrigens vorne sitzt und schreit und ich keinen Plan habe, wieso. Irgendwie, weiß nicht, vielleicht fühlt sie sich vernachlässigt, weiß ich nicht. Lilly! Lilly Maus! Plätzchen! Okay, dann nicht. Wahrscheinlich will sie raus, weil die Frühlingsgefühle meine Katze irgendwie voll wahnsinnig machen. Und, aber wenn ich sie rauslasse, bringt es nichts, weil die sich immer mit allem kloppt. Weißt du, dann ist sie dann draußen, da kommt eine andere Katze, dann faucht sie und dann macht sie dieses, was Katzen so gern machen. Und dann kloppt sie sich aber nur mit denen. Deswegen will ich sie nicht rauslassen, weil die sowieso alle immer nur verkloppt. Oder sie selbst verkloppt wird. Deswegen lasse ich sie immer nur raus, wenn ich dabei bin. Weil dann weiß ich, dass es ihr gut geht. Und auch wenn sie da keinen Bock drauf hat, das ist mir dann egal. Aber ich kann es halt nicht, wenn sie da sitzt und rumschreit. Das macht mich voll fertig. Ich habe übrigens so ein bisschen diesen Frosch im Hals, weil ich die ganze Zeit nur am Rotzen bin. Das Wetter macht mich voll fertig, weil es ist kalt, dann ist es wieder warm, dann regnet es wieder nicht und bla bla bla. Voll abgefuckt und ich reagiere da halt irgendwie ganz eklig drauf und mit Rotz und allem. Also wenn ich ein bisschen scheiße klinge, dürft ihr wen auch immer dafür verantwortlich machen, wer auch immer das Wetter oben macht. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Diese Woche war extrem nervenaufreibend, weil nämlich die Katze von Lukas Mutter verschwunden ist.
Und die Katze von Lukas Mutter ist so eine ganz, ganz kleine Mietz. Die ist wirklich, die ist noch nicht mal ein Jahr alt. Die ist furchtbar winzig. Die ist einfach so winzig klein. Das ist unfassbar, wie klein die ist. Und die, seine Mutter ist halt frisch umgezogen. Hat die Katze mitgenommen. Die Katze war 2 Tage in der Wohnung oder so. Und ist dann halt abgehauen. Und Lukas und ich sind die alle Nächte durchgerannt, haben diese Katze gesucht. Weil sie halt, wie gesagt, so winzig klein ist, dann war sie ja noch frisch operiert. Aber das war natürlich doppelt, doppelt furchtbar. Wir haben, jede Nacht sind wir rausgegangen, haben mit so einem Leckerli-Döschen geklappert. Yoyogi Park Ost von den Elefanten. Wird gemacht, Chef. Haben ihren Namen gerufen, sind tagsüber, wir sind überall lang gelatscht, haben diese Katze gesucht. Und bei Katzen ist es halt natürlich, die können überall sein. Und vor allem, wenn sie so winzig klein sind, die hat ja überall reingepasst. Und das war natürlich sehr nervenaufreibend. Wie lange war sie weg? 3 Tage war sie weg. Gestern ist sie dann wieder gefunden worden von 2 Freunden von Lukas' kleinem Bruder. Sie waren nicht weit weg von ihrem neuen Zuhause, aber trotzdem. Sie saß halt auf dem Baum, da siehst du halt auch eine Katze nicht. Jedenfalls ist sie wieder da und sie war total verängstigt und hat ein bisschen gemufft. Aber an sich ging es ihr gut und ich bin halt jemand, der sich unbewusst, ich mach's gar nicht extra, aber ich stelle mir dann immer die furchtbarsten Dinge vor, irgendwie, keine Ahnung, angefahren, verletzt, was weiß ich. Also das ist dann, glaube ich, für mich mehr eine Tortur gewesen als für Lukas Mutter, weil ich mir immer so furchtbare Dinge vorstelle. Aber im Endeffekt war ich sehr froh, dass nichts von dem eingetreten ist, dass es der kleinen Mietz gut geht, dass, nein, scheiße, nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. The fuck. Probier aus mit sich. Also wie gesagt, dass es der kleinen Maus gut geht, dass nichts passiert ist, dass sie nicht irgendwie angegriffen wurde oder angefahren oder sonst irgendwelche furchtbaren Geschichten. Also wie gesagt, es geht ihr gut. Sie hatte dann erstmal Hunger und ein bisschen Durst und musste noch erstmal die Wohnung erkunden. Und wir haben jetzt der Mutter von Lukas geraten, die Katze erstmal eine Weile in der Wohnung zu lassen. Weil sie natürlich das auch erstmal als ihr Zuhause anerkennen muss. Katzen sind ja sehr ortsgebunden. Und deswegen hat es mich nicht gewundert, dass die kleine Mietz nicht in ihr neues Zuhause gekommen ist, sondern irgendwie wie heimatlos da rumgelatscht ist, weil sie ja im Endeffekt gar keine Heimat hatte. Weil sie sich an die neue Wohnung noch gar nicht gewöhnen konnte. Deswegen bleibt die Mietz jetzt erstmal ein paar Wochen zu Hause, darf sich die Frühlingsgefühle von innen angucken und soll jetzt halt sich erstmal ein bisschen ausruhen. Aber ey, das war echt, uff. Also ich weiß nicht, wenn euch jemals euer Haustier abhanden gekommen ist, dann wisst ihr, wie das ist. Als ich noch ganz, ganz klein war, hatten wir auch einen Kater, der hieß Bobby. Und so wie ich mich erinnere, also es ist jetzt nur meine Version der Geschichte, ich war vielleicht 5 Jahre alt oder 6. Laut meiner Version der Geschichte wollte ich Bobby unbedingt mit zu meiner Tante nehmen, die damals in einer relativ ländlichen Gegend gewohnt hat. Auch mit einem Haus am Feldrand, also du bist aus dem Garten raus und hast einfach kilometerweit nur Feld gab. Und wie gesagt, ich wollte diesen Kater mitnehmen und Bobby war halt ein sehr, nennen wir ihn stoisch. Ja, ich glaube, das beschreibt ihn ganz gut. Er hat auch mal meine Barbies gefressen. Und wie gesagt, ich wollte ihn unbedingt mitnehmen, bla bla bla. Hab ihn dann in dieses Auto buxiert und kaum war die Tür auf, ist er rausgelaufen. Und schwupps, war er weg. Da war ich natürlich beim Boden zerstört, ich war ein kleiner Pimpf und das ist natürlich, wenn man das Haustier weg ist, ist natürlich die halbe Welt bricht zusammen. Oh. Ihr müsst mich ganz kurz entschuldigen. Ich, wie gesagt, ich bin total am Rotzen. Und bevor ich euch jetzt hier die ganze Aufnahme voll schniefe und meinen ganzen Ärmel voll rotze, muss jetzt mal ein Taschentuch her. Bäh. So. Ah, schon viel besser. Ich bin jetzt ein paar Mal gegen das Mikro gestoßen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Dann muss mir meine Aufnahmen halt mal anhören. Ich habe in letzter Zeit irgendwie aufgehört, mir meine Aufnahmen anzuhören, weil irgendwie, ich meine, ich weiß ja, was ich sage. Und wenn es gut ist, schneide ich es halt einfach so, wie es ist und belasse es dann dabei. Moment, ich muss mal kurz das Mikro kontrollieren. Ja, funzt. Und deswegen, aber die Aufnahme muss ich mir dann doch mal anhören, damit mir hier nicht irgendwelche seltsamen Getiere. Was ist das? Durchschnitt. Na, ist von Ordnung. Durchschnitt ist okay. Ich werde die andere wäre sowieso scheiße gewesen, deswegen scheiß drauf. Oh, ich hätte hier jetzt hier so gern einen Durchgang. Einfach so mit so einem Panzerelefanten durch.
Was machen die da? Geil. Die Straußenparade. Wo waren wir jetzt gerade? Ach so, ja. Mein Kater war weg. Und wie gesagt, hat total am Boden zerstört, bla bla bla. Ey, ich hab voll die... Ist ja auch egal. Und seitdem lasse ich halt Katzen sehr, sehr, sehr ungern raus, weil einfach dieses Gefühl, deine... Vor allen Dingen kann ich den Gedanken nicht ertragen, dass meine Katze irgendwo rumläuft und hier fahren die halt echt wie gesenkte Säue, die achten auf nichts und niemanden. Die fahren in der 30er-Zone mit 80 rum, ist denen scheißegal. Und wenn ich dann denke, dass da meine Katze ist, die würden doch für eine Katze nicht anhalten. Und deswegen kommt meine Katze, wenn dann, nur in den Garten hinten und dann auch komplett nur unter Aufsicht raus. Aber wie gesagt, die kloppt sich mit allem. Und bevor man da miets, was passiert, nee, mache ich halt lieber den Wachdienst. So was, so bin ich. Aber wie gesagt, die Kleine ist wieder da, alles ist gut.